Ja, hallo meine lieben Krypto-Freunde und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Amon. Nicht wundern, wir haben keine Sonnenfinsternis, sondern das Video wurde einfach nur nachts aufgenommen. Ihr wisst ja Bescheid, jeden Tag wollte ich schon sagen. Also immer, wenn ein Video von mir online geht, ist es um Punkt 9 Uhr in der Früh. Von daher wisst ihr Bescheid. Falls es nicht Punkt um 9 Uhr in der Früh ist, dann gibt es an dem Tag kein Video. So, okay. Der Markt hat sich natürlich nicht viel verändert und möchte gar nicht darauf eingehen. Auf was ich eingehen möchte, ist unser Bitcoin Rainbow Price Chart, ja, der uns zeigt, wann, wie, wo, was passiert und wir unser Bitcoin ja hodeln sollen, Maximum Bubble Territory, also unbedingt verkaufen oder halt kaufen. Und wir sind jetzt hier eigentlich gut gepolstert im Bereich HODL. Ja. Und schauen auf jeden Fall, wo die Reise hingeht. So, und die Reise von XRP geht auf jeden Fall steil bergauf, wenn ihr mich fragt. Also lasst uns in die Masse reinstarten. Ein Tweet von The Chosen One. Das Weltwirtschaftsforum nannte XRP als Kryptoasset am relevantesten im digitalen Währungsraum der Zentralbank. Also XRP ist das relevanteste, was es gibt auf dem Markt im digitalen Währungsraumbereich der Zentralbanken. Nicht vergessen, nicht vergessen. Das sind hier wirklich Aussagen, das ist der Wahnsinn. Das muss ich einfach hier einfach nur so stehen lassen. Hört es euch oder lest es euch mehrmals durch. Das Weltwirtschaftsforum WEF betrachtet die native Währung von Ripple XRP als die relevanteste Kryptowährung in der aufstrebenden digitalen Zentralbank-Währungsraumes. Also es gibt nicht viel bullisches Zeug da draußen, aber das ist eins davon. So, und hierzu kommen wir nochmal zu BitBoy. Und zu Digital Asset Investor, der getwittert hat, XRP wird pumpen, egal was passiert. Also es wird einfach nach oben crashen. Ja, und jetzt hören wir uns auch mal BitBoy an. Gucken wir So uns mal let's rein. hop right into this. One of the questions from Twitch, can you elaborate on your XRP video from yesterday? Does your price prediction change at all given that information? The fact that the deposition did take place, I mean that was what I talked about yesterday. Guys, XRP is going to pump no matter what. It has to, right? Even if the lawsuit is over in the bear market, it's going to pump after that. They're making a lot of big moves right now, and I can't see it not doing it. But we are getting a little tight here with the window for the bull market, unless the Ethereum decoupling scenario comes and we don't see. Look, there's zero reason for XRP to be attached to the Bitcoin market. There will become a time when these altcoins do separate from Bitcoin. It will happen for sure. How many there will be, when it will happen, we don't know that. But no, no reason to change anything I believe about XRP at this moment. Ja, also unheimlich bullisches Zeug, was er da quatscht. Scheißegal, er bleibt bei seiner Meinung. Er muss irgendwie eine Hintergrundinformation haben, wieso er auf einmal hier XRP so stählern, stahlknallhart dabei bleibt. XRP wird auf jeden Fall gonna pump, no matter what. Also egal was passiert, er weiß Bescheid, dass XRP raufgehen wird. Okay. Und hier jetzt XRP-Klage. Dies ist die Ripples stärkste Verteidigung gegen die SEC. So, gucken wir mal an, was das hier ist. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, kämpfen Ripple und die SEC schon seit einiger Zeit. Die SEC behauptet, dass XRP ein Wertpapier ist und die Chiefs von Ripple stellen sicher, dass dies Behauptung falsch ist. Wissen wir, alles schon mehrmals durchgekaut. Die Online-Publikation Daily HODL stellt fest, dass der Krypto-Rechtsexperte Jeremy Hogan gerade Ripples stärkste Verteidigung gegen die SEC in der Klage gegen XRP angesprochen hat.
Ripple wird vorgeworfen, XRP illegal als Sicherheit an Investoren ausgegeben zu haben und behauptet, dass der Token auch heute noch einer ist. Ja, der Preis von XRP ist an andere Kryptos gebunden. So, und das ist hier das, was viele vielleicht nicht in Gedanken gehabt haben. Jetzt gucken wir uns das mal an. In einem neuen AMA-Video Ask Me Everything spricht Hogan an, wie der Preis von XRP mit anderen Kryptos wie Bitcoin oder ADA korreliert. So, und das ist der springende Punkt, weil wäre XRP ein Wertpapier, müsste es so springen, wie die Firma dahinter, also wie Ripple agiert. Das tut es aber nicht. Aber lesen wir weiter. Er sagte, wenn XRP Sicherheit wäre, solle der Preis des Coins nur an die Aktionen von Ripple und nicht an die Leistung anderer Coins gebunden sein. Er sagte, dass dies der stärkste Beweis dafür ist, dass XRP kein Wertpapier ist. Also es spricht schon so viele Punkte, die wir haben seit längerer Zeit, Punkte, die wo wirklich auf der Hand liegen, dass XRP kein Wertpapier ist. Meine Freunde, deswegen sage ich euch, das Ganze mit der SEC ist einfach nur eine Show. Genießt die Show, wartet ab und freut euch, wenn alles vorbei ist. Wie Sie wissen, muss die SEC beweisen, dass XRP ein Wertpapier ist. Und eine Sache muss sie zeigen, dass ihre Einzelhandelskäufer, ich und Sie, Ripple anstreben, um den Wert von XRP zu steigern. Und was dieses Papier ist, zeigt, dass der Preis von XRP nicht wirklich mit allem korreliert, was Ripple tut. Mit anderen Worten, Ripple hat beispielsweise am 9. März seinen Partnerschaftsvertrag mit MoneyGram beendet und dem Preis von XRP ist nichts passiert. Laut diesem Forschungspapier korreliert der Preis von XRP jedoch stark mit Cardano. 71% korrelierten laut Experten, sagte er. G fuhr fort und sagte, Ripple hat diesen Teil ihrer Verteidigung kurz angesprochen, aber dies ist das erste Mal, dass ich sehe, dass es so stark mit Cardano korreliert. Sehr interessant. Er wies auch auf die Tatsache hin, dass Ripple ein großartiges Geschäft verkünden kann. Der XRP-Preis wird sich nicht viel bewegen. Aber wenn der Preis von Cardano um 10% fällt, würden Sie erwarten, dass der Preis von XRP um 7,1% fällt. So handelt ein Wertpapier nicht. Ich hoffe wirklich, dass Ripple gute Sachverständige und statistische Korrelationen hat. Ja, also, wie gesagt, es sind Punkte über Punkte, wo einfach auf der Hand liegt, dass XRP kein Wertpapier ist. Und mal schauen, wann das die SEC auf jeden Fall, ja, sich auch selber einfach mal eingesteht und unsere Sache, also Ripples Sache, machen lässt und natürlich die eigene Wirtschaft nicht mit Handbremse weiterfahren lässt. Ja, und hier BitBoy Crypto auf jeden Fall. Ich bin mir wirklich fast sicher, dass der irgendwie ein Hintergrundwissen hat. Sagt es aber natürlich nicht. Vielleicht könnte es ja natürlich dann auch Marktmanipulation sein, ja, was ihm vorgeworfen wird und und. Also er hält sich da bedeckt. Er hält sich da bedeckt, aber ich glaube ihm. Ich glaube ihm. Und natürlich hier von The Chosen One und hier mit dem Weltwirtschaftsforum, das relevanteste einfach XRP ist. Glaubt mir, Leute, wir sind auf einem richtig, richtig guten Weg, dass hier einfach mal XRP hier endlich seinen Weg machen wird und hier einfach wird die All-Time-Highs brechen werden. Also bleibt geduldig, denn Geduld und Zeit werden uns reich machen. Glaubt mir, Freunde, es gibt unzählige Beispiele, die man rückwirkend ansehen kann an gewisse Personen, ja, die wo ihr Reichtum einfach über Jahre, sogar Jahrzehnte hinweg aufbauen konnten, weil sie geduldig waren. Von daher bleibt geduldig. Bleibt geschmeidig, macht eure Recherchen und dementsprechend sehen wir uns bis das nächste Mal. Ciao, meine Freunde.